Minecraft WG ist es nicht. Fröhliche Weihnachten! Frohe Weihnachten! Woohoo! Frohe Hallo. Weihnachten! Yay! And a Happy New Year! Ach nee. Kuchen! Nee, die Folge drehen wir später. Ah, Kuchen! Ah! Oh. Nom, nom, nom. Oder was ist das? Ja. Kürbiskuchen. Yeah, yeah, yeah. Ich kann nichts essen, weil ich muss erspringen. Wie war das mit der Kürbissoße? Suppe? Ja, willkommen hier. Es müsste bei euch jetzt der 24. gerade sein, während ihr diese Folge guckt. Ansonsten haben wir richtig gefailt. Nee, wir bringen die auf jeden Fall am 24. raus, egal was passiert. Wahrscheinlich guckt ihr sie jetzt gerade auch nicht. Ihr guckt sie wahrscheinlich erst am 25., weil ich nehme an, wenn die um 16.30 Uhr rauskommt, dass ihr doch alle... Dann seid ihr schon am Geschenke auspacken. Entweder am Geschenke auspacken oder am Lieder singen oder am Essen oder was auch sonst man zum Beispiel. Ey Leute, die wollen Geschenke haben. Das gibt's nach 18 Uhr. Und haben die um 16.30 Uhr nicht vor dem PC zu suchen. Verstehe ich alles nicht. Ja, es kann natürlich auch sein, dass ihr jetzt gerade alle von euren Eltern ins Zimmer geschickt worden seid und mal weg sein sollt, weil der Weihnachtsmann gleich kommt. Dann könnt ihr euch diese Folge natürlich genüsslich reinziehen. Schöne Grüße übrigens nochmal an die 4- bis 5-Jährigen hier aus dem Kindergarten. Kindergarten e.V. und Coca G grüßt hier fleißig. Ja. Genau. Ab jetzt reden wir über die Teletubbies. Ach nee, die werden genauso verbaut. Moment, ich muss das sagen. Ja, wie angekündigt ist das natürlich keine spezielle Folge. Wir haben einfach nur, es ist einfach Weihnachten. Vielleicht muss man auf eine andere Seite gehen, der Baum sieht von hier scheiße aus. So. Ich meine, die Voice hat ja schon gesungen, vielleicht sagt ja von eines einer nochmal ein Gedicht auf, wer weiß das, aber ich glaube eher nicht. Wie kommt denn der Schnee auf den Baum? Ich hab's draufgelegt. Achso. Ich war's nicht. Ich dachte, so ein Schnee, also so ein Weihnachtsbaum könnte eventuell von oben Schnee haben, wenn es auf dem Boden Schnee gibt. Oder der ist zufälligerweise da gerade gewachsen. Aber die Spitze sieht scheiße aus. Ja, war. Dafür bin ganz ehrlich, ich bin so stinkesauer, was du da für eine Scheiße fabriziert hast. Du hast gar nichts gemacht. Mief. Ach, Mief ist schon wieder weg. Nee, der ist schon wieder da. Mief ist wieder da. Was ist das denn? Du. Hä? Das haben wir uns auch gerade gefragt. Wo ist mein Skin? Du hast den Skin an. Du hast den Skin an. Soll ich dich mal töten vielleicht? Oh. Ernsthaft? Bei mir war das Skin... Ja, komm mal her. Dann hast du ihn gleich wieder. Ey, ohne Scheiß, ich hab einen Weihnachtsmann-Skin, den ich vor ungefähr 6 Stunden versucht habe reinzumachen, der kommt jetzt. Aber du bist bei uns als normaler Mief. Bei uns bist du als normaler Mief. Stinkst auch genauso wie immer. Richtig, man sieht's auch. Dann ist ja gut. Warum hast du keinen Weihnachtsmann-Mief an? Hä? Wäre doch schön, wenn du Weihnachtsmann-Mief hättest. Ohne Scheiß, warum braucht der 6 verdammte Stunden dafür? Und bei uns bist du aber Mief. Ja, ich komm da nur nicht dafür. Ich hab vorhin ein anderes Video gedreht und da hätte ich den für gebraucht. Weißt du, da funktioniert das einfach nicht. Und jetzt so nach 6 Stunden. Tja, naja. Das ist das Problem, wenn man gecrackt Minecraft spielt, das darf man nicht vergessen. Also Leute, wünscht euch zu Weihnachten auf jeden Fall originales Minecraft, ansonsten tauscht die Geschenke um beim Weihnachtsmann. Ja. Oder bei Mutti. Genau. Also nichts ohne Original. 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 Übrigens, da werden gerade die Pakete eingeflogen. Jetzt? Ist ein bisschen spät, oder? Nö, Amazon hat er lang gestreikt. Oh, ein Herz, ey, wirklich. Komm, Mief, sag mal ein Gedicht auf. 25, denke ich. Ich kann keine Gedichte. Ach, da bin ich zu doof für. Pira, sag mal ein Gedicht auf. Ich? Nichts vom Himmel hoch, da komme ich her, dann sage ich dem Mief, jetzt will ich nicht mehr. Jetzt bin ich weg. Dass es ihn geht. Vom draußen vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein blitzen und oben aus dem Himmelstor sah ich mit großen Augen das Christkind hervor. Nee, so rum. Sah es groß, ja, ist egal. Und wie ich sträuch durch finstere Tannen, da rief mich mit heller Stimme an. Irgendwie so, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Hast du schon wieder ein Pfeil im Kinn? Nee, im Ohr. Ja, weißt du, ich habe das Gefühl, ich werde gemobbt. Wie ging das denn weiter? Und das zu Weihnachten. Recht ruprecht, rief es, alter Gesell. Alter, wer interessiert denn der Beine Scheiß jetzt gerade, Raza? Komm, ja, erzähl doch mal irgendwas Lustiges. Du hast vorhin gerade so ein geiles Ding vorgelesen. Das ist geil, ne? Ja, dann machst du jetzt nochmal. Wir haben ja jetzt die Kindergärtner. Gärtner. Die Kindergärtner verabschiedet. Wir haben die, genau. Nee, das passt gerade nicht. Das kann ich nicht machen. Warum passt das nicht? Das ist doch Weihnachten. Das passt nicht. Ach, der Raza hat schon wieder irgendwelche Gewissensbisse und so weiter. Vielleicht habe ich ja noch was anderes vor. Mit diesem Gedicht. Außer, ey, Alter, ich bin gleich tot. Auf diesem Scheiß-Server wird man ja nicht gesund. So schnell stirbst du nicht. Doch, leider schon. Ja. Ihr könnt übrigens mal unter diese Folge runterschreiben, was ihr denn so schönes Geschenk bekommen habt. Genau. Komm, ja, bei wem von euch allen lag eine PlayStation 4 unterm Weihnachtsbaum? Ne? Komm, sagt mal. Ja, von keinem. Meinst du nicht? Nee. Nee, weil die alle ausverkauft waren, meinst du, ne? Und wer hat es am 27. wieder umgetauscht?
Nee, schreibt mal ruhig hier drunter, was habt ihr so gekriegt? Habt ihr das gekriegt, was ihr wolltet? Habt ihr nur Geld gekriegt? Habt ihr euch selber gekauft? Das ist so, das war bei mir immer so der Fall. Habt ihr nur Geld gekriegt? Habt ihr nur Geld? Ihr tut mir wirklich leid, habt ihr wirklich nur Geld gekriegt? Ihr habt also keine ungeliebten Socken bekommen, ihr habt einfach nur Geld gekriegt? Komm, Pirat, was hast du denn deinen Kindern geschenkt? Was ich meinen Kindern geschenkt habe? Ja, also jetzt gerade, was schenkst du denn jetzt gerade? Moment, jetzt bin ich verwirrt. Ich hoffe, du sitzt jetzt gerade mit deiner Familie unter Weihnachtsbaum. Nein, und schenkst dich. Feiern wir bei meiner Mutter, ausnahmsweise okay. Mal. Wir reisen da ein und somit hatte ich es mit Geschenken erledigt. Ich habe ihr die ganze Wundblitze gegeben und dieses Jahr bin ich relativ günstig vorbeigekommen. Hat es noch genug zu Hause rumliegen, ja? Also. Ja, genau. Der Shop ist jetzt leer, aber die Kinderglücke. Also so die ganzen Sachen, ich meine, weißt du, wenn du drei Kinder hast, dann wenn du dreimal Lego Duplo Leseraupe für den neunten, für den Neunjährigen, ist nicht so schlimm. Hauptsache es ist weg, weißt du, bevor wir es nicht verkauft bekommen oder so in der Richtung. Da kann er wenigstens mit dem Kleinen mitmachen. Ja, da muss sich keiner streiten drum, wie wir es nicht haben. Also, man muss halt auch mal Prioritäten setzen, oder? Ja. Nein, was schenken wir? Wir haben umgebaut jetzt. Also, wir werden am 24., also heute, umgebaut haben. Ich bin also immer noch drin, statt nur dabei am Wochenende jetzt gewesen. Ah, ich kann so nicht reden, Leute, echt nicht. Auf jeden Fall kriegen die Kinder komplett neue Kinderzimmer, ja? Die ganze Wohnung eben halt. Lager wird aufgelöst, neue Zimmer und so weiter und so fort. Und das ist schon. Da kriegen die jede Menge Accessoires. Die wünschen sich Wandfarbe zu Weihnachten. Auch gut. Wandfarbe zu Weihnachten. Aber jetzt ehrlich, vom Weihnachtsmann. Und das ist das Wichtige daran. Oh, aber sie wollen Wandfarbe. Ist aber auch schweineteuer, so eine scheiß Wandfarbe, wenn du gute haben willst. Und dementsprechend bin ich gut zufrieden, dass der Weihnachtsmann das bringt. Nee, aber auch so neue Stühle. Also die kriegen richtig viele Sachen, mit denen sie richtig spielen können. Wandfarbe. Irgendein Lack für die Heizung vielleicht noch oder so. Da können sie einfach sich austoben. Also, ist klar. Auch eine gute Art zu renovieren. Lass mal ins Bett gehen jetzt, ist schon spät. Ich bin müde. Und Brother, was werden deine Kinder bekommen haben heute? Also die kriegen gleich. tatsächlich, ich habe ja zwei Jungs, ne, wisst ihr ja. Alter Mief, ganz ehrlich, ich steck dir die Redstone-Lampe gleich bis zum Anschlag. Hau ab ins Bett. Ins Bett jetzt. Ich habe zwei Jungs und die kochen gerne, warum auch immer. Die haben ja schon so eine Spielzeugküche. Oh, ja schon. Süß. Ja, nice, die sind immer nur am Kochen. Und jetzt kriegen sie dazu einen Einkaufsladen, damit sie auch einkaufen können. Ja. Was ist passiert? Eine Batterie ist kaputt. Das fällt mir gerade erst auf. Beide Klang. Alter. Ja. Was kriegen die nochmal? Ich hab den nicht zugehört. Ein Kaufladen quasi. Ein Kaufladen? Habe ich zusammengebaut schon aus Holz, mein Gott. Oh Mann, ja, sowas hatten wir auch schon ein paar Mal gehabt. Ich kann dir aber auch sagen, dass drei Jungs so ein Ding relativ schnell wieder kaputt kriegen. Ja, das befürchte ich auch. Aber das ist kein Problem. Du musst einfach so eine Vorratsflasche Ponal gekauft haben und dann kannst du einfach... Der ist aus Massivholz. Ich hoffe mal, dass der ein bisschen länger hält. Der wiegt auch fast 200 Kilo. Die können sie nicht einfach so verschieben. Sind, ne? Die können den auch nicht so einfach verschieben. Der wiegt 200 Kilo. 200 Kilo? Ja. 200, okay. Alles klar, hast du auch eine Kasse mit Wechselgeld reingestellt? Und eine Zufahrt und ein Schild unten rangebracht. Wir verkaufen selbstgemachte Kindersachen oder sowas. Ich weiß noch nicht, wie ich ihn hochgetragen kriege am Weihnachten, weil jetzt steht er noch im Keller, ne? Also, jetzt nicht, jetzt steht er schon hier oben, aber ist egal. Wenn die Preise günstig sind, kannst du auch im Keller verkaufen. Hast du jetzt nicht so viel Probleme mit dem Ordnungsamt? Weißt du? Das stimmt auch wieder. So. Ja. Du musst halt Prioritäten setzen, ne? Boys, was hast du denn gekriegt zu Weihnachten? Du bist schon zu alt, dann kriegst du nichts mehr. Von deinen Kindern. Von deinen Kindern? Was hast du von deinen Kindern zu Weihnachten gekriegt? Gott sei Dank habe ich keine Kinder. Ich habe Ruhe geschenkt bekommen. Ruhe? Und wie Geld. Und Nerven. Keine Kinder. Ist dein Bruder mal nicht da? Können wir also doch aufnehmen an Weihnachten. Nee. Straflager, Minecraft-WG. Nur Mief, was hast du dir denn geschenkt? Was hast du dir denn geschenkt? Also, wir haben einen kleinen Test, ja. Macht es. Und es ist kein Handy, richtig? Nein, das habe ich dir geschenkt. Ja, was hast du dir denn gekauft, Mief? Immer gut, ja, von Chile. Höchstwahrscheinlich eine PlayStation 4 oder. Jetzt doch. Vorbestellt. Nee. Bei Weihnachten ist man vorbestellt. Ach so, aus dem. Rücklegen lassen.
Oder eine Canon EOS 700D. Da würde ich ja lieber die Canon nehmen, ne? Wann hast denn du dir bitte schon die PS4 zurücklegen lassen? Und wer macht den Scheiß auch? Und warum überhaupt zurücklegen lassen? Bei uns im... Ja, weil du so zwei haben wolltest, doch klar. Bei uns im Örtchen gibt es einen Händler. Im Örtchen. Ich finde dieses Örtchen, da passt die PlayStation 4 auch super hin. Aufs Örtchen. Ich muss auf Örtchen. So schlimm ist die doch gar nicht. Das Örtchen, oder? Die PlayStation. Ich mache hier gerade Weihnachts-Jump'n'Run. Ich mach einfacher. Oh, man. Ich kenne den Leiter hoch. Es geht um Langweiler. Man kommt hier nicht hoch vernünftig. Oder hast du es jetzt geändert? Also ich bin bis jetzt bis hierhin gekommen. Aber hier geht's nicht weiter. Verdammt. Hm. Ah, hier, siehst du, es geht. Zack, siehst du? Aber hier wieder nicht. Na, jetzt, hier geht's wahrscheinlich gar nicht mehr. Oh doch, da hinten ist der... Ah, Laufbug. Das zählt nicht. Ja, das Laufbug ist klar. Ja, der Mief hat's gesehen. Der Mief. So, also hier kann man hoch und dann kann man hier. Dann muss man darüber. Und von hier aus muss man darüber. Und siehst du? Siehst du? Ha! Und jetzt auf die gelbe Kugel. Gucken wir und mal aus irgendwelchen Gründen haben wir jetzt überall doppelt so viele Kugeln wie vorher. Ich bin oben. Ich gehe runter, so. Sollen wir die Aufgabe jetzt Aufnahme wieder beenden, damit die Weihnachtsfolge ein Stück bleibt, oder? Ne, wir machen jetzt einfach weiter. Langweilig, wir könnten die einfach nochmal begrüßen am 25. Ja, du hast immer noch Weihnachten. Stimmt, eigentlich ist es immer noch Weihnachten. Ach, man hört's. Hallo? Ich habe heute noch gar nicht viel gemacht. Wir rennen einfach nur die ganze Zeit. Man hört nur so halbes Herz, halbes Herz, halb tot. Der Weihnachtsmörder. Jetzt neu. In ihren Spielwarengeschäft. La 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 la. Ah, herrlich. Also wie gesagt, schreibt unter die Folge drunter, was ihr gekriegt habt. Uns interessiert das wirklich. Und wie oft ihr gestorben seid. Und wie oft ihr gestorben seid an Weihnachten. Ah, herrlich. Total. Und in der nächsten Folge fragen wir euch, wer ist alles unglücklich mit seinem Geschenk und hat es schon umgetauscht. So. Ich. Gut, ich habe alle meine Sachen wieder. Ich habe noch eine Küche abzugeben. Liegt noch was. Nein, hier. Ich habe alle meine Sachen wieder. Nein, hier liegt noch ein Bogen und eine Axt. Oh, das hättest du mir jetzt nicht sagen sollen. Höchste Weihnachten. Hier liegt noch ein Bogen und eine Axt. Hm. Du brauchst nicht wegrennen, ich tue dir nicht. Ja, ja. Wirklich? Die Axt ist doch gar nicht scharf. Ich weiß gar nicht, warum mir die Leute immer nie trauen. Das wird wohl einen Grund haben. Warum ist hier ein Schalter an der Tür? An welcher Tür? Die hier. Warum nicht? Achso, ja, das ist blöde. Wer hat den gemacht? Wofür ist der gut? Also da kann ich gerade so die Tür anklicken, bevor ich den Schalter anklicke. Der war über, den habe ich da einfach so hingepackt. Ja, aber das ist doch eine Scheiße, dann gehört der dahin. So. Merkst du noch was über so, oder? Was? Nee. Ich frage ja nur. So, Weihnachten ist jetzt vorbei, ne? 24. ist vorbei? Im 24. ist zumindest vorbei, ja. Ich habe ein Feuerzeug. Wir sind schon am 25. Ich habe Feuerzeug. Ich glaube, Fee bringt dich um. Was ihr nicht wisst, wir nehmen das alles natürlich am 18. auf. Ah doch, ich glaube, die wissen das. Oh, ey, keine offene Flammen hier. Ich habe Feuer gemacht und du hast es gelöscht. Ey, früher wurden die Leute in der Steinzeit dafür geköpft, wenn die geköpft. Die wurden aufgefressen, an der Flamme. Wenn sie aus war. Du kannst doch nicht eine Flamme löschen. Das ist ein grundüberlebenswichtiges Mittel. Ja, du löschst doch nicht gleich aus. Ich weiß, weil der wieder alles... Oh. Aber du bist nicht so grundüberlebenswichtig. Was willst du im Badezimmer? Kacken. Mach mal zu hier. Ah. Das sieht gut aus. Ich finde echt super, dass ich beim Kacken sogar beobachtet werde von Wasser, ja? Das ist der Wahnsinn. Und wir hatten mal in der ersten Staffel, oder war das die zweite, hatten wir so ein Klo. Da habe ich die Fee beobachtet. Oh Mann, ich fühle mich so dreckig. Ich bin eine Biene. Ja, hast du dir den Arsch nicht abgewischt, geh wieder rein. Ich bin gerade ins Bad gesprungen, hallo?
Und du hast dir die Hände nicht gewaschen, gibst du? Du hast das. Bist du in die Badewanne gesprungen, nachdem du auf dem Klo warst? Ich gehe da nicht mehr baden. Ich habe einmal gewaschen, also wirklich. Ich gehe da nicht mehr baden. Kann man da mal einen Schneemann reinsetzen? Kann man. Ich will die Reste eventuell. Weißt du, wie Ötzi damals. So. Echt, ihr seid alle gestört. Gut, dann lass uns jetzt mal das Problem. Nee, den Schalter musst du nehmen. Folgen. Was machen wir? Wollen wir, da wir keinen Gast haben und so weiter? Aber oh, wir ziehen nochmal einen rein. Ja? Wir fragen nochmal was. Lass uns selbst mit uns spielen. Wäre doch cool. Was fragen wir denn? Was machen wir? Weihnachten geschenkt bekommen? Ja, natürlich. Das frage ich jetzt.